einmal Helikopter, bitte. Ich find's auch blöd, aber es ist halt so. Wir wollen keine Bilder von Gewalt in diesem Land sehen wie in Holland. Nein, das alles wollen wir in diesem Land nicht. Und wer in diesem Land eine andere Meinung hat als die derzeitige Regierungspolitik, ist nicht immer ein Rechter. Und hier auf diesem Platz sehe ich auch keinen. Unser Betrieb ist jetzt innerhalb der letzten 11 Monate, insgesamt 6 Monate, zwangsgeschlossen. Wir, die geschlossenen Betriebe, sind Bauernopfer in einer von Aktionismus geprägten Politik. Wir wurden geschlossen, um das Versagen und die Versäumnisse der regierenden Politiker zu kaschieren. Ich habe heute die Schnauze gestrichen voll. Ich habe die Schnauze voll, aber aus einem anderen Grund heraus. Ich bin seit vielen Jahren Fitnesstrainer aus Leidenschaft. Die Regierung sagt, wir führen die Maßnahmen durch, um die Risikogruppe, die Älteren, zu schützen. Aber es ist nicht nur so, dass wir die Schnauze voll haben, sondern wir machen uns auch Sorgen. Und zwar ist es so, ich mache mir Sorgen über die immer tiefer greifende Spaltung unserer Gesellschaft. Alt gegen jung, krank gegen gesund, gesichertes monatliches Einkommen gegen Unplanbarkeit, vermeintliche Sicherheit gegen Lebensfreude und soziale Nähe. Und jetzt kommt auch noch dazu, geimpft gegen nicht geimpft. Also so weit sind wir mittlerweile schon. Ich mache mir Sorgen wegen der Rhetorik unserer regierenden Politiker. Eine Rhetorik, die ausschließlich auf Angst, Verbote, Alternativlosigkeit der Maßnahmen setzt und eine Verunglimpfung der Fragesteller nach sich zieht. Es sind doch gerade die kritischen Fragen, die offenen Gedanken, die jede Demokratie und jede Wissenschaft bereichern.